Also. Vitalität gibt mir Leben. Zauber brauche ich nicht unbedingt. Eigentlich brauche ich das hundertprozentig nicht. Kondition bringt mir Ausdauer, ist klar. Belastbarkeit. Belastung. Stärke macht mehr Schaden, Geschick. Geschicklichkeit natürlich. Werden wir jetzt nicht unbedingt zu denken brauchen. Ich bin einfach mal für. Wie viele Punkte kann ich denn verbrauchen? Ach, mal 7410. Da brauchen wir nicht viel rum. Machen wir einmal Vitalität. Zweimal Ausdauer. Einmal Belastbarkeit. Einmal Stärke. Und dann bleiben 1000 übrig. Die sparen wir mal noch. Vielleicht brauche ich die jetzt nachher noch. Und schon sind wir Stufe 12. Sehr schön. Waren wir gerade auf die Knie vor der Blondine? The Game of Thrones. Wollen wir uns die nachher mal anschauen? Die schauen wir uns gleich mal in Ruhe nur an. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht gemacht. Haben wir mit dem schon gequatscht? Pleasure to make thine acquaintance, Ashen One. I am but a humble handmaid of the shrine. Weapons, armor, trinkets, and spells. I've lots of little things to ease the burden of a weary traveler. And yes, I'm undead too, but not so charitable as to give my goods away. Ashen One, fetch souls and bring them to me. As is thy want, no? Okay. Also, sie hat gesagt, sie ist auch untot. Das bedeutet, wir sind ein Untoter. Ich sehe aber doch gar nicht so untot aus. Gegenstände kaufen, verkaufen, sprechen. Mit der haben wir schon gesprochen. Ja. Was hat die hier? Glut. Hat sie auch Waffen anzubieten? Seelenpfeil, Dolch. Ist das besser wie meins? Kann man das vergleichen? Weiß ich gar nicht. Wie das jetzt funktioniert. Kettenrüstung. Nee. Ashen lass mal. One. Ashen One? Der Schmied ist vielleicht interessant. Ah, it is good to see ye in good health. What needs smithing this day? Waffe verstärken, können wir das schon tun? Das ist meine Axt verstärke oder mein Schild. Streitaxt verstärken zu Streitaxt plus 1. Macht das jetzt Sinn? Das ist die Frage. Was? Wie viel Schaden kriege ich denn da dazu? Und das kostet mich 2 Titanscherben. Das kann der noch anbieten, Waffe durchwirken. Dann mache ich Feuerschaden. Mit dem feurigen Edelstein, wenn ich den drauf hau auf meine Axt, dann mache ich noch Feuerschaden plus. Und hier zu der Edelstein, da mache ich noch mehr physischen Schaden. Und das mache ich normalerweise ohne dem 125-16. Ich weiß jetzt nur, ob der Edelstein selten ist, oder? Feuriger Edelstein. Also ich bin eigentlich mal dafür, 162, dass wir den hier drauf haben. Könnt ihr auf mein Schild auch drauf hauen? Das mache ich jetzt aber im Moment nicht. Ausrüstung reparieren, haben wir doch zum Reparieren? Nö. Mana brauche ich keins. Das machen wir so. Verstärken. Estus-Scherbe zum Verstärken. Aha, wir haben nur keine Estus-Scherbe. Deswegen können wir das auch noch nicht verstärken. Noch nicht.
Prithee, be careful. So, wollen wir mal da oben gucken, was da so... Ich hab da nämlich so einen Typen gesehen auf dem Stuhl. Was der uns so erzählt, oder ob er überhaupt was erzählt, ist die Frage. Ja, natürlich erzählt er was. All that unkindled, and a seeker of lords. I am Ludlith of Corland. Mhm. Look not in bewilderment, as I say. I linked the fire long ago, becoming the Lord of Cinder. If substantiation be thy want, set thine eyes upon my charred corpse. This sad cadaver, no need to be coy. Have a closer look. Ja, er will, dass ich ihn anschaue. Da habe ich jetzt irgendwie gar kein Bedürfnis. Knowest thou of our purpose? Five thrones will take five lords as kindling for the linking of the fire. The fast fading flame must be licked to preserve this world. A reenactment of the first linking of the fire. So it is, I became a lord of Cinder. I may be but small, but I will die a colossus. Gut, wenn er das sagt. Do not be away over long. Nee, ich hab da irgendwie. Du bist ein bisschen scary, Kamerad. Lass mich doch mal bitte in Ruhe. Ich soll ihn anschauen und. Ach nee, lass mal gut sein. Aber ich glaube, das ist nur ein kleiner Lord, weil hier hockt der Oberchef bestimmt und da hocken wir uns jetzt gleich mal drauf. Einfach nur, um zu zeigen. Der heilige König Ludwig, das ist der Hoffnung seiner Linie. Das habe ich aber schon gelesen. Wie? Kann er da drauf? Verdammt. Muss ich einmal auf dicke Hose machen und dann Satz mit X. Oh, was ist mit dir, Freundchen? Unkindled, are we? And fast on the trail of the Lords absconded? Then these red eyes are for you. Rote Augäpfel, 5 Stück. Use them to pillage embers and briefly heighten your strength for your duty. What else are unkindled ashes good for? Pillage embers for briefly heightened strength. What else are unkindled? Okay, da gab mir jetzt diese. Mal schnell ins Menü. Ah, Schmann, ich wollte ins Inventar. Okay, hab keine Ahnung, was ich damit machen kann. Finden wir schon noch raus. Da machen wir mal keine Sorgen. Wir gehen auf jeden Fall jetzt mal weiter. Wir gehen zurück. Aber ich habe noch 1955. Die hauen wir noch raus. Komm, die ballern wir gleich raus, wenn wir schon mal hier sind. Very well. Very well. Then take not. Und zwar mit Leben, würde ich sagen. Einmal Leben, sonst kann man nichts mehr machen. Geht nur noch einmal. Ah, komm. Farewell, Ashen. Passt schon. Reisen! Turm. Wo waren wir? Ja, wir waren am Turm. Geht's weiter mit Olaf ins Abenteuer. Olaf Horwig, ja genau so war mein Name bei Life is Feutal. Horwig. Jetzt fällt es mir gerade wieder ein. Aber egal. Hauptsache Olaf. Oh. Ach, der ist ja auch wieder da. Stimmt. Komm, lass den mal vorbeilaufen. Lass den mal vorbeilaufen da hinten. Oh, der Mutter spritzt.
Wie, ich treffe ihn jetzt. Oh. Gehen wir die Treppen hier runter, lassen wir den ignorieren. Hoffentlich kommt er nicht hinterher. Hoffentlich kommt er uns nicht hinterher. Schild hoch! Schildwall! Halt Trank! Was ist denn da unten? Und nochmal halt dran reinzünden. Oh oh. Ist hier wieder so einer. Verschlossen. Ich stehe die ganze Zeit hier vor verschlossenen Türen. Das ist nicht sehr einladend. Eine Rolle und dann sind dicken Eichenfässer kaputt. Aber hier ist nichts. Da drin, da drüben ist aber was. Boah, da wirft gleich eine Granatenbombe auf mich. Kleine Detail. Dankeschön. Brauchen wir. Die können wir gut gebrauchen. Aha, da haben wir was übersehen. Wurfmesser. Naja, sag ich mal dazu. Kettenbrecher. Kann man da reingehen eigentlich? Das ist keine Tür. Sieht aus wie eine Tür, ist aber keine Tür. Momento. Schauen wir mal schnell. Schauen wir mal schnell. Ne, das ist ein Schwert. Das ist ein X. Das können wir anscheinend nicht benutzen. Nur X, der wie scheint. Aber ist ja nicht schlimm. Wir wollen ja auch X da haben. Obwohl jetzt gegen Schwert auch nichts hat. Macht nichts, haben wir aus dem Verkaufen. Tönt denn hier so rum? Hey, da drüben, gib mal Ruhe! Oh, da ist einer gefangen. Verschlossen. Verdammt. Das sieht ja mal scary aus. Was hat denn der für eine Mütze auf? Was hat denn der für eine Mütze auf? Sagt, keine Ahnung, was das war. Fürchte dich nicht, Kamerad, denn ich befreie dich vielleicht eventuell, wenn ich Zeit habe, später. Oder auch nicht. Also hier geht es mal weiter. Da ist verschlossen, da hinten ist ein Gefangener. Dann gehen wir nach oben. Eins nach oben, eins nach oben. Hier durch den Bogen und dann bin ich mal gespannt, was da kommt. Da liegt noch was. Zwar nur eine Seele, aber egal. Hallo. Muss mal kurz gucken. Das war. Ah, so rum war treten, okay. R1 und linker Stick war treten. Dann treten wir den mal. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Was ist los, Freundchen? Komm. Zeig, was drauf hast. Gar nichts hast drauf. Das ist der kleine. Ne, das ist ein anderer Drache, gell? Hier liegen überall tote Drachen rum. Da, der lebt noch.